Hallo zu On the Grid, Claudio Schießer mein Name. Ich spreche heute mit dem Spartenobmann des Gewerbe- und Handwerkbereiches in der Steirischen Wirtschaftskammer, Herrn Talowski. Es geht um das Thema Lehre für Asylwerber. Wie stehen Sie dazu und warum setzen Sie sich für den weiteren Bestand der aktuellen Regeln ein? Ganz einfach und konkret gesagt, die Wirtschaftskammer Steiermark hat einen Wirtschaftskammer-Parlamentsbeschluss, der besagt, dass wir weiterhin wollen, dass junge Menschen, Asylwerber, in einer betrieblichen Ausbildung in Mangelberufen ausgebildet werden. Und das hat auch einen Grund. In der Steiermark sind derzeit 305 Lehrstellen offen, die wir nicht besetzen können. Das heißt, wir sind hängeringend davon ausgegangen, dass wir junge Menschen ausbilden wollen zu Fachkräften. Und Lehre mit Asyl ist ein Teil, um den Fachkräftemangel quasi hintanzustellen und den Wirtschaftsstandort Steiermark zu stärken. Wie sollte es jetzt sozusagen ausschauen? Die Regierung hat ja auch geplant, dass man umgekehrt wiederum den Arbeitsmarkt öffnen würde mit der Rot-Weiß-Rot-Card für Drittstaatenbürger, also 15-, 16-jährige Jugendliche aus Russland und der Ukraine zum Beispiel. Wie sehen Sie das? Sehr kritisch. Dieser Vorschlag ist praxisfremd und wer den macht, der, sage ich immer gerne dazu, der wandelt in den tiefsten Tälern der Unkenntnis, dass das von Erfolg gekrönt sein soll. Wie stellt sich das in der Praxis dar? Nämlich, dass junge Menschen, 15-Jährige, ihre Heimat verlassen, Ukraine, Russen, mit einer Organisation nach Österreich gebracht werden. Dann hat man dort einen Pool, wo dann ein Unternehmer aus diesem Pool junge Menschen nehmen soll. Ich sage konkreter, wir haben derzeit junge Menschen, die im Asylstatus in Österreich sind. Wir haben schon diese jungen Menschen. Der Betrieb soll sich diese jungen Menschen aussuchen, im Mangelberufen ausbilden. Wir brauchen keine zusätzlichen Drittstaaten, junge Menschen, die in Österreich eine Lehre beginnen. Ein anderes Thema, was in die Sache aber hineinspielt, aber nicht direkt mit der Ausbildung zu tun hat, ist die Frage mit der Anerkennung von Studientiteln, Anerkennung von Berufstiteln und so weiter aus dem Ausland. Das ist immer wieder in Österreich ein Problem und teilweise schiebt man da auch der Wirtschaftskammer den schwarzen Peter von der kritischen Seite her zu. Was soll man da ändern? Wie kann da die Wirtschaftskammer in Zukunft auch ein flexiblerer Partner werden? Mit den Qualifizierungsrichtlinien der Europäischen Union ist uns etwas gelungen, nämlich, dass die Lehre auf dem gleichen Level ist wie eine AHS-Matura. Und das ist quasi die Aufwertung der Lehre schon passiert. Aber da gibt es ja zum Beispiel Beispiele, zum Beispiel ein Nigerianer hat in Deutschland studiert, einen Diplom-Ingenieurtitel gemacht, der wird in Österreich nicht anerkannt und dann muss diese Person in einer niedrigeren Arbeitsklasse arbeiten, als er eigentlich ausgebildet ist. Wie soll man das eben in Zukunft besser lösen? Ja, ganz klar. Also man schaut da nur diese beiden Ausbildungsgrade überein und dort, wo ein Defizit ist, kann er Ergänzungsprüfungen machen und dann kann er auch hier quasi in Österreich dann diesen Ausbildungsgrad und diese Berufstätigkeit durchführen, für die er quasi dann diese ganzen Prüfungen auch absolviert hat. Sind Sie der Meinung, dass es hier auch eine Entbürokratisierung noch braucht bei den Ämtern oder sind Sie soweit zufrieden mit dem System? Evaluierung und Entbürokratisierung ist immer gut, aber Recht muss auch Recht bleiben. Und wenn man einen gewissen Qualitätslevel hat im Inland, in Österreich, dann soll alle diesen Qualitätsrichtlinien entsprechen. Wenn das parallel ist, dann ist es in Ordnung und ansonsten mit Ergänzungsprüfungen. Es sollten keine Hürden sonst aufgebaut werden. Ergänzungsprüfung und dann ist es auch erledigt. Abschließend noch zu der Frage mit den Asylwerbern. Was sind jetzt da noch Ihre konkreten Vorschläge und wo sehen Sie auch bei der aktuellen Regelung, die ja noch gültig ist, Verbesserungspotenzial? Also der konkrete Vorschlag, wie wir es auch gebracht haben, ist, dass wir einen runden Tisch quasi einberufen wollen, wo alle Entscheidungsträger, Experten dabei sind, wo alle Zahlen und Fakten auf den Tisch kommen, wo wir eine gemeinsame Lösung finden wollen. Von dem, dass am 26. August die Regierung beschlossen hat, dass es quasi eine Lehre für Asylwerber nicht mehr geben soll, von denen halten wir überhaupt nichts, denn damit würden wir Fachkräfte verlieren und den Fachkräftemangel noch zusätzlich stärken. Und wie hoch liegt der Fachkräftemangel momentan? Wir haben in Österreich derzeit laut letzter Studie ca. 162.000 Fachkräfte zu wenig, damit wir unsere wirtschaftlichen Erfüllungen abarbeiten können. Das heißt ganz konkret, dass uns Fachkräfte fehlen und wenn wir Fachkräftemangel haben, dann können wir die Aufträge nicht erfüllen und dann haben wir einen wirtschaftlichen Nachteil gegenüber anderen Bundesländer. Dann danke ich fürs Gespräch. Gerne. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.